Die folgende Reportage wird Ihnen präsentiert von ein Sprüchli oben, eine Offenbarung im sprichwörtlichsten Sinn. Sinnige Sprüche, farbige Versli gefasst, fröhlich verschmitzt und alles mit einem bunten Band von Melodien verschnürt. Sie haben geoffenbart, was sich alles für grössere und kleinere Peinlichkeiten zugetragen haben. Einmal listig, einmal lustig, vielleicht für den einen oder anderen gar lästig. Aber hört selber, da kommt auch schon die erste Gruppe in die Schlossschür, angesagt vom Röbi Arnold. Viel Vergnügen. Das ist noch Warteweingang vorne. Ja, liebe Gäste. Die ersten zwei stehen schon parat. Gäbe sie nicht, das wäre schade. Sie können gut sprücheln und super singen, die Sprüche so richtig überbringen. Herzlich willkommen, Valentin Kunz und Damian Arecke. Guten Abend miteinander. Ich muss sagen, wir sehen wirklich alle super schön aus heute Abend. Herzlich willkommen, schön, dass ihr alle da seid. Mein Name ist Vuje Babic. Ich bin 28, wohne in Zürich. Ihr kennt mich vielleicht besser als Bachelor. Aus der Fernsehsendung von 3+, wo ich die 20 Frauen kennengelernt habe. Vielleicht kurz erklären. Das Ziel dieser Show war, dass ich meine Traumfrau finde. Ich kann den Namen gesagt, eine Rose verschenken. Und ich hatte auch Freude, ich habe etwas ganz Spezielles vorbereitet. Herzlichen Applaus für die... Und sag, ich habe den Namen vergessen. Herzlichen Applaus für die Manuela. Super schön. Darum möchtest du die Rosen haben? Ja, sehr gern! Du bist ja so ein Gentleman mit Fuyo. Es heisst Fuyo, Manuel. Am ersten möchten wir auch gerade die Pressevertreter recht herzlich begrüßen. Es sind das die Luzerner Zeitung, der Willi Sauerbettl. Was ist denn der Telenapf? Ah, Entschuldigung. Ich meine natürlich den neuen Sender, der Telezentralschweiz. Ah, der Telezentralschweiz, ja klar, den kenne ich natürlich. Den kann ich jetzt mit Swisscom TV auch in Zürich empfangen. Ja, es ist schon Zeit geworden.
dass der weit, weit über Willisau ausstrahlt. Jetzt hat die ganze Schweiz etwas vom Hinterländer geschehen. Sozusagen eine kleine Kostprobe. Sie können es sagen, ich schaue nichts anderes mehr. Ja, komm jetzt. Was fasziniert dich denn so an dem kleinen Zentralschweiz? Ich muss sagen, das Gute ist, du weißt tot sicher nie, was als nächstes kommt. Also der Grund, wieso ich heute Manuela auf das Willisau geschleift habe, liegt bei den Unit Städtli Architekten. Und beim Stadtrat Willisau. Die Unit Architekten haben gesagt, sie brauchen noch ein paar Stars im Städtli. Und der Stadtrat hat gesagt, es darf das Budget nicht belasten. Darum haben sie denn den Vertrag mit dem Management schon frühzeitig abgeschlossen? Ja, ja, das war noch zu dieser Zeit, wo die Frauen nicht in der Mehrheit waren, in Willisau Stadtrat. Ja, die Frauen die haben jetzt scheinbar die Verträge nachverhandelt. Aber das ist ja heute so Mode. Mit dem Resultat, dass ich jetzt statt all meinen Ladies nur eine darf präsentieren. Damit wir jetzt trotzdem unsere Gage überkommen, habe ich vorgeschlagen, der Wucho könnte ja noch ein bisschen Sound machen. Ich heiße Wujo, Michel. Und du kannst bitte gefälligst singen, wenn ich schon spielen muss. Aber du weißt doch, wenn ich anfange singen, dann komme ich immer dort. Temporäre Stimmbruch über. Du weißt doch, Miriam, genau das liebe ich so wie dich. Und die Hauptsache ist, du singst. Stimmt. Lieber tief und falsch wie der Weizen. Statt Liesli will gar nicht weiterkommen. Also, ich habe etwas speziell für Sie vorbereitet, wie Sie gesehen haben. Wissen Sie, meine Damen und Herren? Mein Huscho, er ist ein Multitalent und er hat immer nur gute Ideen. Immer gut, doch besonders ab
der Kantonsratssession. Dann bring ich ihm drum die Mutter all die schmutzig Wäsch von der vereinten liberalen Fraktion. So, das war jetzt also der erste Teil von unserer kleinen Show gewesen. Als nächstes treffen wir uns am Schlosshügel. Wir gehen dann weiter in die Heilige Blutkapelle und hören am Schloss in den Kirchen hinten auf. Martina, ich muss sagen, ich glaube, das funktioniert so nicht ganz für diesen Fasnächtler. Nicht? Ja, dann gehen wir halt zuerst in Sportrock. Dann vielleicht ins Tübel hinten und am Schloss in Schnauzfahrt. Nein, so habe ich das nicht gemeint. Es gibt nur jemanden, wo sich eine Aufführung mit 3 verschiedenen Schauplätzen leisten kann. Ja, meinst du etwa den Pfarrer Martin? Nein, dem reicht die Kirche als Schauplatz. Vielleicht der Wille Kürzli? Nein, dem sein FCW ist ja in der 2. Liga hinter Schauplatz. Ah ja. Ja, Dix Rüter. Ich sage gescheiter nicht mehr. Ist ja auch fast schon Platz. Also, dann weiss ich es also wirklich nicht. Die Einzige, die sich eine Aufführung mit 3 verschiedenen Schauplätzen leistet, ist doch ganz klar der Louis Neff. Ah, genau. Ja, bei dem Theater mit den 3 Spielern hat das Publikum ja bei Wind und Wetter müssen im Städtli umeinander laufen. Also ich habe gehört, das Verkehrsbüro Willisau hat das Theater verkauft als geführte Gruppenreise. Ja, immerhin hat es noch Suppe gegeben. Dann hätte es mich nicht so müssen früher. Und wie ist das Theater denn eigentlich so angekommen bei den Leuten? Also, der Louis hat gesagt, es sei das Letzte gewesen. Dabei will doch die Pfarrgemeinde Willisau den Louis schon für das nächste Projekt engagieren. Ja, was für ein Projekt denn? Ja, wenn das Sigristenhaus fertig renoviert ist, dann gibt es das nächste Schauspiel. Ja, also, ich finde, bis die Kirchengemeinde jetzt endlich sich überwunden hat, das Sigristenhaus zu renovieren, haben wir doch absolut schon genug Theater gehabt. Du, apropos Theater. Ich heiße Bujo, Marlin. Was bedeutet das eigentlich, wenn eine Gemeinde kein Budget hat? Das hat erstens zur Folge, dass der Chef im Steueramt in die Pension muss. Und zweitens, wenn die Gemeinde kein Budget hat, dann heisst das eigentlich, dass man etwas ausgibt, ohne dass man wirklich genau weiss, wie viel das man überhaupt in der Tasche hat. Aha! Darum sind sie am Januar ja so am Sparen. Als Neuzuzüger wirst du Willisau ja nur begrüßt, wenn die Gemeinde ein Budget hat. Genau. Ich muss sagen, nachdem die Willisauer an der Gemeindeversammlung das Budget 2014 abgelehnt haben, hat der Nabier alle Register ziehen müssen. Ja, wir munkeln ja, dass der nach dem Sparkurs sogar bei sich daheim hat müssen dürfen. Und wie hat sie denn das gemacht? Ich habe gehört, der Bruno darf jetzt nur noch einmal am Tag in die Sonne ab. Kommen wir zurück zum Budget. Also einer, der weder mit dem ersten noch mit dem überarbeiteten Budget einverstanden war,
ist der freie Rudi. Ja, der Rudi ist halt einer, der mal gerne auf den Tisch hält. Und nicht Fausto im Sack macht. Apropos Fausto, auch für einen Hirschen wird ein bisschen so reizt. Wir haben gedacht, ein bisschen Musik hätte er noch ganz sicher gern. Hast du Hausverbot im Hirschen? Ja, dann kannst jetzt bald im Schlüssel Pizza Haus guten Grund. Die Kontrolle am Eingang ist kein Hindernis, denn die macht den Wirt und nicht einen kleinen Hund. Konkurrenz, das tut im Fausto sicher gut. Der Kund ist König, das weiss jeder Zwerg. Drum ruft mir im Ab, mach doch ein Volksschulkurs. Der nennt sich Kundenbetreuung à la Kronenberg. Der Schlüssel wär schon lang auf, doch das Problem ist halt, der Goldschmied rot wird sich und macht auf Stur. Das neue WC vor der Beizleug er nicht zu, denn das grenzt ja schliesslich an seine Hausmauer. Der Krach um die Mauern, Zili, so ist gar nichts Neues. Als Bauherr zahlst du oft einen höheren Preis. Drum rotet mir im Schlüssel, fragt der Patti an. Der weiss, wie es ist, wenn die Fassade sorgt für ein Riesengeschiss. WC hin, WC her, das Leben geht weiter. La 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 la, life goes on. Ich muss sagen, Willi Zauber fand mir sehr, sehr gut. Wirklich gelungen ist ja vor allem das renovierte Parkhaus. Zwischen Ober- und dem Unterton. Ich muss sagen, ich finde es weil eine Umfrage von Willi Zauber Bote zeigt, dass in 50% der Leute das neue Städtli nicht gefällt. 50,3%? Die hätten vielleicht noch ein paar schwarze Striche zum Städtli ausschaffen. Ich muss sagen, das Städtli hat das gewisse etwas. Das löst in mir nicht mehr das Gefühl, dass ich nicht genau weiss, was es ist. Ja! Ihr Willisauer sind wirklich fortschrittlich in allen Bereichen. Und ihr habt einfach Stil. Du meinst wegen der Stilwahl von der Sabine Brüchli-Rudolf? Seit neuestem gilt bei euch ja, Frauen regieren das Willisauer. Ja, zum ersten Mal sind mehr Frauen als Männer im Stadtrat. Ich muss sagen, ich finde das mega. Heutzutage regieren auf der ganzen Welt Frauen. Zum Beispiel im Willisauer Stadtrat. Und beim Bachelor! In der Schulpflege. Oder bei mir im Yoga. Alle im Killerrat. Und in Zürich. Alle in Deutschland. Und auch bei den Wäschweibern.
seit gefühlten 100 Jahren in der Bäckerei schwebeln. Frau Schmägler von der Bäckerei beim Untertor. Es passiert und sie hat plötzlich eine Idee. Das Parkchaos im Städtli möchte sie umgehen, indem er alles wieder macht, wie es schon ist gesehen. Ja, langsam hat die Dame Zeit für neue Taten. Ein Übergab an die Tochter ist lanciert. Im Städtli fragt man sich, wie lange es wohl echt noch geht, bis das Maggi den Verkehr hier dirigiert. Auto hin, Auto her, zusammen geht weiter. La 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 la, it goes on. Hättest du es schon gewusst, meine Damen und Herren? Mein Puyo ist eben auch ein sehr begnadeter Sportler. Mirabella, es heisst. Puyo. Bau. Bau jo. Aber ich muss sagen, Fußball liegt mir sehr am Herzen. Darum bin ich jetzt auch FIFA-Botschafter geworden für den FC Grossan. Ich muss sagen, die Abstimmung zum Fußballplatz nicht ist mega wow, wow, wow. Aber die haben sicher auch einen Rasen verdient. Alle wollen ja zur Zeit nur sparen, nicht anders. Es ist fast im Trend. Darum sind in der Region alle wie wild am Fusionieren. Und sagen, kannst du ganz viel weg verloren. Feuerwehr Frischbach hat sich ja bereits mit den Zeller und Aufhausen zusammengeschlossen. Sparpotenzial 2 Agatha 4. Und in der Musikschule in der Region hat man den Rotstift müssen ansetzen. Von ursprünglich mal 8 gibt es gerade nur noch diese 3. Sparpotenzial minus 5 Vortragsübungen. Und minus 14 Tinnitusbehandlungen. Zum Beispiel mit dem Ärztezentrum am Bahnhof unten. Sparpotenzial. Ich kann sagen, es wäre gross. Weil das Wartezimmer wäre schon vorhanden. Gegenüber von der Strasse am BLS-Schalter. Aber jeder, das sind sich nicht einig. Ja, Becky Paski hat eben Angst vor dem Praxisnamen. Der wäre ja klar Wikimedic. Und der Werbespruch wäre dann, wo auch immer es gerade zwickt die, es flickt die ein Wiki. Potenzial, ein paar Seiten im Willisauerboden. Und natürlich noch Wasserzeitung und der Schallenseppi. Es
siehst du in dieser Fusion zwischen Basler Zeitung und Schaller Setti für das Sparpotenzial? Komm jetzt! Und weg ist weg! Aber kommt weg, ich muss sagen, es sehen hier oben wirklich alle super Schönes, vor allem als Sumpfmeister. Aber es sind sicher auch noch andere Rostedien. Schön, dass ihr alle da seid. Schönen Abend. Schaffe. Die Reportage ist Ihnen präsentiert worden von folgenden Firmen.